Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, ihr seid jetzt Team 2, bis ich meinen Commanders mal finde. Moment. Jetzt mache ich es ganz besonders toll schlau. Aha. Haha. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau, ja. Schlaue Fuchs. So, wie viel Schlangen braucht ihr noch zum Erforschen? Hey, ich kann noch mehr Verstärkung schicken. Coole Sache. Schickt los. Hä, ich dachte, da gibt es so ein Einheitenlimit oder so. Nicht mehr oder was? Doch. Wir müssen noch was kaputt schießen, sehe ich gerade. Ist immens wichtig, diese Häuser da noch kaputt zu schießen, weil da drin vermehrt sich der Feind, ja. Also, er baut kleine Mini-Roboter, ne? Also, nein, Mini-Schaltkreise, die er dann infiziert oder so. Ja. Schaltkreis infizieren, Was macht denn hier? Ach, fick doch ins Knie. Was ist überhaupt mit dir da unten? Du kommst da auch nicht wieder raus, wenn ich dir jetzt nicht helfe, oder was? Keine neuen Einheiten mehr. Boah, sind voll wenig. Aber stehen schön in drei Glied, muss ich sagen, ne? Doch, hat was. Gefällt. Weiß zu gefallen. Ob sowas bringt, wenn ich dich alleine dann aufschicke? Ja. Cool finde ich auch gemacht, wie sich die Türme dann drehen. Apropos, wir haben unsere Türme noch gar nicht angeschaut, schon lange nicht mehr, ne? Sieht irgendwie wegen Scheiße aus, der Rumpf. Irgendwie komisch. Mehr wie so von so einem Shuttle oder sowas. Shuttle ist aber das falsche Wort. Von einem Raumtransporter. Okay, jetzt wird's völlig schwachsinnig. Egal, wir machen weiter und die Forschung ist gleich abgeschlossen. Archangel. Heißt doch nicht, heißt... hä? Böser Baum oder was hier? Scheiß Bäume, Alter. Regenwald, ich mach alles platt. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ja, noch was zu forschen? Nein. Boah, die schießen immer noch daneben. Gibt's doch nicht. Nein. Du dann. Jawohl. Gut, unsere Einheiten sind voll aufmunitioniert. Die Forschung läuft fast fertig hier aus. Was auch immer ich damit jetzt sagen wollte mit dem Satz. Gebäudeforschung abgeschlossen. Ich schießt Novasturm-Raketen. Okay. Toll. Ja, genau, jetzt brauche ich sie ja noch. Habe ich die nicht erst in der Basis erbeutet? Wie viel Sinn macht es noch, in diese Basis Artefakte zu setzen? Oder habe ich die in der Basis? Ja, ne? Ne, in der Basis war es. Nein, da habe ich... Was weiß ich. Das macht auf jeden Fall nicht Sinn. Es bringt einfach nichts mehr. Weil bis was so weit ist, kann man die halbe Basis alleingang platt machen hier. Ob ihr fahrt mal da rauf, repariert noch irgendwas. Gott, die kommen da nie lebend. Kommen da nie richtig. Naja, gut, das geht sogar halbwegs. Ja, und ich habe fast alle Einheiten geschafft zu recyceln, ne? Auf meine ganz eigene Art und Weise. Komm, man muss ja echt manuell schicken, sonst wird es nichts. Das ist halt echt schlimm. Die Wegfindung ist grausam. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch schwer, weil die Wegfindung scheiß schwer ist. Ach, jetzt. Oh Gott. Wie lang wolltest du dich schon reparieren lassen? 2 Wochen oder so? Pff. Komm, wir fertig. Kann ich das Spiel beenden? Dann gibt es so ein kleines extra Mod. Modification zeigungstechnisch hier was, ne? Und dann ist dieses Let's Play auch schon wieder vorbei. Und dann mal schauen, was ihr das nächste Let's Play. Mal gucken. Es gibt so viel, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist schlimm. Schlimm. Und warum leuchtet da eigentlich noch ein Licht? Soll nicht irgendwie hier noch ein Licht leuchten? Was weiß ich. Lichtlein, Lichtlein, nein, warum liegt dieses scheiß Lied? Keine Ahnung. Na komm, wir fertig. Ob da repariert mal hier da technisch, kommt los.
Und ja. Wird es heute noch fertig oder was? Komm, ich will endlich. Forschung abgeschlossen. Oh Gott, ihr hasst mich, oder? Ja, geil. Okay, es dauert noch ein bisschen länger. Ja, ich muss alles erforschen. Es geht nicht anders. Ich, für den Fall, dass danach noch was kommt, ne? Die Karte wird nochmal vergrößert. Puh, dreimal so groß. Zehnmal. Und 1 Milliarde Einheiten greifen dich gleichzeitig von allen Richtungen aus an. Und verlierst alle Einheiten, bis auf ein Männchen mit Maschinengewehr. Ja, genau. Mir fällt auf, ich habe nie Panzerschwein gebaut. Ach, sind ja Panzerfalt. Ich weiß immer, wie sie heißen. Ich glaube bei Archangel. Ja, ich muss jetzt ein paar Archangel-Raketen. Nein, mache ich lieber nicht. Sonst gewinne ich die Mission gleich noch und dann ist scheiße, ne? Hey, ihr könnt immer noch Cyborgs bauen und mich damit angreifen. Was mir gerade so auffällt, der Gegner hat keinerlei Ölquellen, kann aber trotzdem scheinbar unbegrenzt viele Einheiten bauen. Das erinnert mich jetzt an Command & Conquer, wo man die Silos einnehmen konnte, die Raffinerie und stundenlang weiterspielen konnte. Aber genug Geld, um neue Einheiten zu bauen und die Gebäude zu reparieren, hatte der Fight immer. Also zumindest im ersten Teil. Das war schon lustig. War irgendwie scheiße. Ich wünschte, es gäbe mal ein Spiel, wo es andersrum wäre, wo man so richtig viel Einheiten hat, endlos viel Geld bekommen, der Computer hat überhaupt nichts. Ja, das wäre bestimmt spannend, die Missionen durchzulaufen, mit riesigen Armeen alles platt zu machen. Und ja, doch, das hätte was. Das hätte was. Und irgendwie ist die Stellung viel zu klein für die Raketenstellung, oder? Für die Raketen da. Gut, andererseits, die Ripple-Raketen ist auch nicht viel besser. Was haben wir denn noch so im Angebot? Puh, dass wir alles an Waffen haben. Was, so was wie ein Klohaus oder so haben wir nicht, ne? Nee, unsere Leute müssen nicht scheißen. Ja, warum gibt's in Strategiespielen nie Klos zum Bauen? Müssen hier niemand scheißen oder was? Ist doch scheiße. Okay. Alles andere ist tatsächlich platt gemacht. Außer da, da weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was ist. Verstärkung gibt's keine mehr, die ich rufen kann. Ja. Forschung ist angesagt. Das Video noch wegen die Länge ziehen, ohne dich viele Parts machen und so, ne? Ja, es muss auch sein. Und 1,5 ist immer noch das Maximum. Vielleicht hat sich das ja im letzten Mal geändert, aber scheinbar nicht. Zum Glück sagt sie, wenn nicht down ist, die Produktion eingestellt worden ist. Sonst wäre das echt nervig. Ja, egal. Hoffentlich gibt es da nicht noch ein Artefakt, das ich erforschen muss. Lenkladeraketensystem. Es lädt Raketen. Gelenkte Raketen. Und ist ziemlich fortschrittlich, ja. Ich kenne mich aus mit modernen Technologien, ja. Ich habe selbst fast mal eine erfunden. Das Rad. Aber dann habe ich festgestellt, jemand zuvor. Ist mir zuvor gekommen bei der Patentanmeldung. Verdammte Mistkerle. Ja. Kennt ihr das, wenn ihr früh aufsteht und euch tut schon der Rücken weh, weil ihr irgendwie krumm geschlafen habt, warum auch immer, und den ganzen Tag durch der Rücken weh und es ist voll scheiße und dann müsst ihr euch irgendwie noch öfters mal bücken aus irgendeinem Grund und ach. Also auf der Arbeit meine ich jetzt, ne? So, wenn ihr was aufhebt, wenn ihr unter der Dusche die Seife fallen lasst. Anderes Thema. Die Produktion ist eingestellt worden. Ja, toll. Was, ob ich jetzt so Einheiten bräuchte, ne? Reiche vielleicht doch nicht, hä? Besser man baut noch ein paar. Erhöhen wir es doch gleich wieder auf 9. Was fahren denn mal Einheiten da unten rum? Aufpassen, dass sie nicht gleich alles platt machen und ich Mission gewinne. Das wollen wir ja noch nicht. Wir wollen ja noch wegen unnötig forschen. Für den Fall, dass der Feind nochmal zurückschlägt.
Was wollte ich noch sagen? Ja! Gut, wir haben Nexus gleich besiegt, ne? Also theoretisch. Es war ja mal ein Wasson 2120 oder so im Gespräch, das dann aber irgendwie. Keine Ahnung, dann nie wirklich rauskam. Dem hätte man wohl weiter gegen Nexus kämpfen können, vielleicht, eventuell, aber es kam nie, wie gesagt. Also es ist schwachsinnig darüber zu reden. Und wir schauen uns die Allerie mal genauer an. Nicht schlechter Specht. Die haben ja ganz schön ordentliches Rohr, du. Was können wir uns noch anschauen? Ja, wir haben noch mehr Einheiten. Und ich habe mir die Einheiten lange nicht mehr angeschaut. Gut, ich habe auch schon lange nichts mehr geändert, ne? Tankkiller. Gewisse Ähnlichkeit mit Lancer, nur dass es halt zwei Raketen irgendwie hat, also auf beiden Seiten. Ja gut, das Geschütz kennen wir noch, ne? Das haben wir jetzt schon lang genug. Das haben wir auch schon eine Weile, Bunkerbuster. Ich wollte schon wieder Punkbuster sagen, ja. Den Laser, den grünen. Plasma Beam, nein. Das lassen wir jetzt lieber. Das ist eine andere Geschichte, mit der ich nichts zu tun habe. Was ist da vorne drauf? Grüner Würfel oder so? Sieht fast so aus. Gehen wir mal ganz nah ran. Nein, das ist ein Dreieck und kein Würfel. Ey. Was zur... Halt. Hör mir auf. Ach, das ist verwirrend. Wo sind überhaupt meine Commanders? Die könnte ich mir auch mal wieder anschauen, wie sehen die jetzt aus. Immer noch scheiße. Was ist das überhaupt für glühende, leuchtende Augen da drin? Warum ist das da innen drin rotes großer als schießen blau? Schießen die hier mit diesem kleinen Löchlein oder was? Ist ja voll der Scheiß. Oh Gott, was ich für ein Bisten habe. Echt nicht mehr schön. Oh, Nexus hat die Selbstzerstörung der Welt eingeordnet. Evakuieren Sie alles. Glaube ich gleich, du. Das wär's jetzt nochmal. Irgendwas Knüppelhartes wie Atombombenexplosion. Bringen Sie alle Einheiten innerhalb von 10 Sekunden zurück zum Startpunkt. Muss ich verlieren. Ah. You lost. You lost. Keine Ahnung. Was ich jetzt schon wieder damit sagen will, aber ich baue da jetzt noch ganz viele Raketeneinstellungen. Könnt ihr ein bisschen blaues Licht anleuchten? Was ist das? Blaues Licht? Und was macht es? Es leuchtet blau. Ha, 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 wie witzig. Ja, ich kann euch schon wieder lachen, wenn ihr meine Witze. Forschung abgeschlossen. Und wir haben alles erforscht. Sind jetzt die Lenkraketen stärker geworden? Oder wie sieht es aus hier? Also Tankkiller schon mal nicht. Lancer auch nicht. Gut, sind auch keine Lenkraketen, ne? 475, ne? Ja gut, inzwischen könnte man es sogar fast schon als Flak-Ersatz nehmen. Hat was. Egal, wir haben den Feind geschlagen. Wir speichern noch einmal. Für den Fall, dass sie jetzt etwas passieren tun, ne? Und dann fahren wir einfach mal ein bisschen vorwärts. Komm, fahr einfach mal daher. Jetzt dreht er nicht mehr um. Naja, ihr seid ja nette Kerle. Kein Artefakt mehr. Ich hätte jetzt irgendwie noch damit gerechnet, dass jetzt noch ein Artefakt kommt. Dass ich noch 2 Stunden lang erforschen muss. Konstruktion abgeschlossen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Schade. Und das war's. Gewonnen.